Ausgelassen bis in die Nacht wurde im Fellmayer-Stadel getanzt. Die SPÖ Schwechat lud ein. Ausgelassene Stimmung im Fellmayer-Stadel, was will man mehr? Großartig, ja. Also das dritte Mal jetzt, dass wir den Start in der Fellmayer-Stadel veranstalten. Die Leute, die hier sind, denen gefällt, tanzen ausgiebig, konsumieren, unterhalten sich gut, ist eine ganz tolle Sache. Das Tanzen, ist das Ihre? Nein, eigentlich nicht, aber es macht einen Riesenspaß. Ich kann es nicht besonders gut, aber wenn die Stimmung passt, dann taugt es mir auch. Wir haben einen kurzen Fasching, wir müssen jeden Tag ausnützen und das tun wir heute aus vollen Zügen. Einmal rot, immer rot? Natürlich. Wenn man es im Herzen mitträgt, wird das bis zum Ende sein und wenn man rot verkörpern kann, dann macht man es natürlich gerne, ja. Die Schwächeren verstehen es auch zu feiern und ausgelassen zu sein. Ja, man muss ihnen ab und zu die Möglichkeit dazu bieten und darum bemühen wir uns sehr. Auch am folgenden kommenden Faschingdienstag übrigens im Rathaus. Auch dort wird getanzt werden, Musik wird es geben, Pferde wird es geben, den Wilden Westen wird es geben. Also das ist dann das allerletzte Mal, dass wir in diesem Fasching noch offiziell feiern dürfen. Dürfen Sie in der Faschingszeit die Kirche verlassen? Gerade in der Faschingszeit, sonst nicht. Was sagen Sie zu Ihren Schäfchen? Vielen habe ich schon die Beichte abgenommen. Das war dringend notwendig, aber jetzt passt alles soweit. Wo beichten Sie, Monsignore? In der Kirche. In der Kirche. Oder in SW1. Die 20er Jahre stehen wieder auf? Jein. Jein, aber sie haben einen gewissen Reiz. Es ist dort ein Aufschwung gewesen. Die Leute haben das Leben genossen. Und so soll es heute auch noch sein. Feiern Sie gerne Fasching? Ja. In den letzten Jahren eigentlich wieder. Kinder sind jetzt groß und jetzt kann ich wieder ein bisschen das Leben genießen. Ja, danke für Ihr Kommen.